Willkommen zurück zum Let's Fail Tomb Raider 4. Nachdem wir jetzt das letzte Mal unseren kleinen Freund losgeworden sind, gucken wir uns hier weiter um. Ich hoffe, es taucht nicht wieder einer auf. Und hier haben wir eine Tür, die sich für uns noch nicht öffnen lässt. Durch die kommen wir wahrscheinlich auf irgendeinen Weg wieder zurück. Was ist das? Etwas, was wir nehmen können? Lara klaut schon wieder irgendwelche Gegenstände. Die Bodenklappe ist hier auch sehr auffällig. Ach, die kann ich sogar aufmachen. Ja, nee, das führt mich wahrscheinlich wieder nach unten. Nehme ich mal an. Dann werde ich mich erstmal in den anderen zwei Räumen noch umsehen. Beziehungsweise das eine führte ja so komisch nach unten. Nee, warte mal. Ich werde mir erstmal doch nochmal die Bodenklappe angucken. Ich kann ja vorher speichern und dann wieder neu laden und so weiter und so fort. Ich will nur gucken, ob es sich bestätigt, dass ich dann da nach unten komme. Wo bin ich? Ah, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich weiß, wo ich bin. Okay. Ich weiß, ich könnte auch wieder hochklettern, das wäre jetzt auch nicht das Problem, aber ehrlich gesagt, ich bin faul. Gut, gut, gut. Ich bin nämlich dann in den Raum, wo das erste Mal diese Feuergeister aufkamen. Gut, dann kann ich mir den anderen angucken. Dann gucke ich mir jetzt mal den hier an. Der sieht so vertrauenserweckend aus. Vor wieder speichern. Sieht aus, als würde der Boden dort einkrachen. Da ist auch Tür. Mal gucken. Aber hier komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Kann ich hier die Tür aufmachen? Nö. Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Fällt das runter? Geht das kaputt, wenn ich da drauf komme? Einmal, welcher Raum ist denn das? Ach, irgendein mit Schriftrollen und so. Okay, nee, dann habe ich mehr Angst vor dem Raum gehabt, als er eigentlich war. Gucke ich mir jetzt noch den letzten an, wo das so nach unten ging. Warum böse Musik? Böse Musik? Warum böse Musik? Wegen dem? Warum kann ich nicht laufen? Da kommen wir wieder. Nein. Nein. Geh weg. Das ist das schönste Geräusch, was du machen kannst. Komm, still für mich. Ach, er ist tot. Gut. Also das, was bei der Kugel jetzt hier in Panik nur versetzt, ist die Tatsache, dass man sich nicht sofort bewegen kann. Gut, dass ich nicht stehen geblieben bin, als ich dort reingerannt bin. Kam ich von da? Nee, ich kam von da. Ich komme aus einem Löwenmaul heraus. Wo bin ich jetzt hier? Hat doch gesagt, der Ort ist hier gefährlich. Immer wo sich Lara herumtreibt, ist es gefährlich. Okay, hier ist sonst nichts. Kann ich die Kugel irgendwie verschieben? Die sieht so hübsch aus. Nö. Kann ich nichts mitmachen. Okay. Okay, kann ich mitleben. Ach, da kommt eine neue Kugel. Muss ich jetzt so lange wieder raus, Dingsen? Das ist jetzt ein Zeichen dafür. Nein, Lara, da geht es nicht lang.
Ach, da ist ein Hebel. Oh, das war schlecht. Hammer, das muss ich speichern. Ich gehe sonst drauf. Ich habe den Hebel echt nicht gesehen. Ja, nee, das dachte ich mir auch schon, dass das nicht geht. Geh mal ein bisschen zur Seite, genau. Dann klappt das mit dem gerade hochspringen und drauf. Nein, dann geh noch ein bisschen zur Seite. Ach, ne, Lara, nicht so. Genau. Hoch, drauf. Nein, nicht zurück. Ich weiß, ich habe genau das eingegeben, aber egal. Nein. Ach, du springst nur zurück, kann das sein? Muss ich es doch anders machen? Hallo, das hättest du treffen können. Versuche ich es mal so hoch. So hoch geht's bestimmt nicht. Nein, wusste ich. Kann ich da irgendwie drauf? Nope. Ah, da oben ist irgendwie was. Und das sieht hier auch aus, als würde das noch hochgehen. Oder kann ich es wieder öffnen? Das ist wieder so eine Bodenklappe. Nope. Ups. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin irgendwie ein bisschen fortka... Ah, verkehrte Richtung. Ja, Lara, du musst dich auch festhalten, ne? Nein. Ey, du kannst dich da festhalten, das weiß ich ganz genau. Dann muss ich jetzt an diesen Schalter kommen. Warum ist da jetzt zweimal eine Kugel runtergeflogen? Und warum danach nicht mehr? Und es liegt aber nur eine da. Muss ich nicht verstehen, oder? Warte mal, dann versuche ich es mal. Nein, du sollst springen. Nein, das geht auch nicht. Okay. Nein, Mann, das muss doch irgendwie gehen. Wie soll ich denn sonst da drin kommen? Spektakulären Sprung kann ich halt nicht machen, weil die da runterrutscht, die blöde Kuh. Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, was habe ich jetzt? Ach, das habe ich jetzt hochbetätigt. Okay. Okay. Lange nicht mehr gespeichert. Ich habe doch gesagt, da oben ist irgendwas. Aber ich soll wahrscheinlich jetzt... Oder soll ich da drauf? Kann ich da drauf? Ernsthaft, kann ich da drauf? Das ist mir jetzt wert, zu testen. Ja, ich kann da drauf. Okay. Na, wahrscheinlich soll ich da sogar drauf. Um dann hier reinzukommen. Ach, um dann dort hochzukommen. Um dann... Ist das da eine Leiter? Also so ein... Trick? Warte mal. Muss mal hier... Das, was ich so oft verwende, benutzen. Kann ich auch ranzoomen? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich halt nicht ranzoomen. Ah, oh, ich muss mir gerade mal anders hinsetzen. So, ja. Das ist mir... Ach, verkehrte Richtung, egal. Wie mache ich das jetzt? Guck dich mal um, Madame. Kann ich da drauf springen? Hangeln?
bringt nichts, oder? Muss mal gucken, wie die Tasten nochmal gingen. Ich habe ja vorgespeichert hier an der Stelle. Also Fakt ist, ich glaube, ich musste an dieses Seil. Also, oder an die Stange oder was auch immer das ist. Nein, Lara, was machst du? Was war denn das? Nein, nein, nein. Nein. Nein, Lara. Okay, wenn ich dort runterrutsche an der Seite. Irgendwie muss ich ja da hinkommen. Zum Beispiel so. Das ist jetzt ein Seil zum Ziehen, okay. Was macht dieses Seil jetzt? Das Seil hat jetzt eigentlich für nichts gesorgt. Muss ich nochmal dran ziehen? Dran ziehen kann ich nicht. Warum kam keine Videos, Frequenz und sonst Frequenz, Sequenz? Ach, ich bin auch so eine Frequenz. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat denn das jetzt dafür gesorgt? Vielleicht, dass das Maul weiter auf ist? Warte, dreh dich doch mal um, Lara. Ja, oder? Das ist doch jetzt weiter offen. Kann man mir nicht weiß, machen das runter? Genau. Was? Lara! Verarscht mich hier. Ich denke so, ja, die kann da stehen und alles. Ich muss mich nicht kriechen. So, weil sie sich halt hochgezogen hat und dann sowas. Frage ich mich aber ernsthaft, wo ich hier rauskomme. Kann ich jetzt wieder stehen? Ja, ich kann stehen. Ich komme an eine Stange. Okay. Ja, es ist in jedem Löwen vorhanden. Die Kamera ist wieder in Laras Hintern drin. Ach, verkehrte Richtung. Ich drehe mich immer in die verkehrte Richtung. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Kann ich weiter nach oben? Nee, weiter nach oben kann ich nicht. Okay. Nochmal ein bisschen nach runter. Runter. Und jetzt. Hopp. Speichern. Waffen zücken. Was passiert? Nichts. Okay. Boah, das. Warum öffnet sich das? Oh, jetzt habe ich mich wegen meinem eigenen Schießen erschreckt, aber... Okay. Jetzt sind die Tore offen. Da ist wieder eine Fackel. Ist das jetzt hinter mir zugegangen? Warum liegt da wieder eine Fackel? Kann ich doch irgendwas drauf tun, oder? Das sieht so aus, als könnte ich da was drauf tun. Kann ich aber nicht, okay. Warum ist da eine Fackel? Die ich nehmen kann. Die ich direkt wieder wegschmeiße. Bin doch etwas skeptisch. Geht eine Treppe runter. Okay. Jetzt bin ich hier. Muss ich das anzünden? Brauche ich aber erstmal Feuer.
brauche ich Feuer. Kann die doch hier nicht anzünden an denen, oder? Nö. Warum sollte ich das verbrennen? Aber die Tür geht hier nicht mehr auf, ne? Oder? Nee, die geht nicht mehr auf. Gute Frage, nächste Frage. Sind dafür die Feuergeister gut, die ich vorher zerstört habe? Das wäre ja ätzend. Das wäre jetzt richtig ätzend, wenn dafür die Feuergeister gut wären. Kann ich mir auch nicht vorstellen eigentlich. Weil hier ist da nichts mehr. Ich versteh's nicht, ernsthaft, ich versteh's nicht. Wenigstens bleibt das eine immer an. Jetzt weiß ich, wo ich Schnelltasten gezückt hatte. Wo ich die gespeichert hatte. Schnelltasten und ähnliches. Und, ja. Pff, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Wir sehen uns daher im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.